Hier sind aber ein paar andere Dinge, die interessant sind. Stichpunktartig können wir sie nennen. Unter anderem die frühe Ausbildung von Kindern. Die frühe Bildung von Kindern. Er sagt, du sollst zu mir einen Rulam schicken. Ein Rulam ist ein Junge, der im Alter so von 6 und 9 Jahre alt ist. 6 bis 10 Jahre. Das nennt man einen Rulam. Warum hat er darauf beharrt, also der Sahir, warum hat er darauf beharrt, dass es ein Junge ist? Die sind lernfähiger. Sie sind lernfähiger. Und deswegen gibt es in der arabischen Sprache ein Sprichwort, das ist kein Hadith, manche denken, dass es sei ein Hadith, es ist ein Sprichwort. Es sagt, Al-Hifdhu fi al-Sighar kan-Naqshi fi al-Hajar oder Al-Ilmu fi al-Sighar kan-Naqshi fi al-Hajar. Das Lernen, Memorieren, auswendig lernen, in der Kindheit ist wie Gravur auf einem Fels. Es ist eingraviert und es bleibt. Während das Lernen im Alter, sie sagen, kan-Naqshi fil ma. Das Lernen im Alter ist wie, wenn man versucht, etwas aufs Wasser zu schreiben. Du schreibst und sofort ist es wieder verschwommen. Nicht mehr erkennbar. Das muss natürlich nicht immer so sein. Grundsätzlich hat der Mensch, grundsätzlich, ein gesunder Mensch hat seine lebenslangen Lernfähigkeiten. Und die kognitiven Fähigkeiten des Menschen können wie Muskeln trainiert werden. Das heißt, je nachdem, wie du dein Potenzial ausnutzt, wie du deine geistigen Fähigkeiten ausnutzt, entsprechend werden sie dir auch später zu Diensten sein oder eben schwach werden. Das ist wie Muskelschwund. Wenn du deine Muskeln lange nicht benutzt, in der Jugend überhaupt nicht benutzt hast, dann kannst du nicht erwarten, im Alter einen eisernen Körper zu haben. Und genauso ist es mit den geistigen Fähigkeiten. Wenn du sie in der Jugend nicht benutzt, wenn du deine mentalen Fähigkeiten überhaupt nicht nutzt, dann kannst du nicht erwarten, in den nächsten Jahren zum Genie zu werden oder ein hochfähiges Gedächtnis zu haben. Menschen? Und genauso ist es hier, aber die Kinder haben Unterschied. Die Kinder unterscheiden sich trotzdem von Erwachsenen. Unter anderem aufgrund der Sorglosigkeit. Sorglosigkeit ist ein Faktor, der das Erlernen erleichtert. Deswegen wurde Abu Hanifa gefragt, das ist sehr interessant, er wurde gefragt, bima yusta'anu ala al-fiqh? Bima yusta'anu ala al-fiqh? Was kann man als Hilfsmittel nehmen für das Erwerben und Aneignen von Wissen? Al-Fiqh ist einfach das Wissen hier. Man sagt, Qillatul Ham, geringe Sorgen, weil Sorgen und Stress verdummen. Tatsächlich, Sorgen und Stress verdummen. Und zumal durch Sorgen und Stress die Konzentration gemindert wird, Meshi. Und das sind halt eben Faktoren, die das Ganze etwas behindern, den Lernprozess. Kinder haben sowas nicht. Kinder sind sorgenfrei, deswegen sind sie auch empfänglicher für Informationen. Und das ist eines der Gründe, warum er hier einen Rulam vorgeschlagen hat.